vorstellen, mit jemand wie Steinbrück mich auf ein gemeinsames Reformprogramm zu verständigen. Aber ich will doch auch mal die Frage stellen, wie lang ist denn die politische Halbwertszeit von Steinbrück? Also ich meine, der ist ja schon jetzt in der SPD eher gelitten als geliebt und glaubt ihr ernsthaft, dass wenn er noch eine Wahlschlappe niederlegt, dass er nach den Wahlen noch am Verhandlungstisch sitzt? Der hat doch gesagt, unter Merkel will er nichts machen, mit der Linken will er nicht, für Rot-Grün alleine reicht es nicht. Also kann man doch klar sagen, die Zeit von Steinbrück ist mit dem Wahltag beendet und insofern sollten wir ganz klar sagen, für uns als Linke kommt es nicht auf Personen an. Wir haben uns immer dagegen verwehrt, wenn andere Parteien versucht haben, uns reinzureden und zu sagen, wir diskutieren erst wieder mit euch, wenn bei euch der und der nichts mehr zu sagen hat. Wir sagen ganz klar, bei uns kommt es nicht auf Person an, sondern auf Position und da sind wir aber sehr konsequent. Und für den Wahlkampf heißt das natürlich, dass wir die eigenständigen Funktionen der Linken in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehört, dass wir als einzige Partei immer eine Stimme für den Frieden waren und immer eine Stimme gegen Krieg sein werden. Dazu gehört, dass wir im Gegensatz zu so manchem Honorarkönig wirklich für Unabhängigkeit von Konzernen, ja von Wirtschaftslobbyisten stehen. Und wir sind die Partei, die couragiert sich für Reichtumsbesteuerung einsetzt und wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Das ist eine eigenständige Funktion und die erfüllen wir ganz unabhängig davon, wie die Konstellation aussieht. Zur Frage der sozialen Gerechtigkeit, da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Facetten. Ich will noch mal auf den Bereich Rente eingehen. Die Zahl der minijobbenden Rentner hat sich deutlich erhöht, von 480.000 im Jahr 2000 zu jetzt 800.000. Schwarz-Gelb meint ja, das liegt daran, weil jetzt die Alten so selbstbestimmt sich nochmal verwirklichen wollen im Alter. Ja? Also wir kennen ja auch sehr viel, also ich meine, auch in unserer Partei gibt es ganz viele rüstige Rentnerinnen und Rentner und wir alle kennen den Spruch, Rentnerinnen haben niemals Zeit. Aber dass das jetzt dieser Anstieg wirklich ein Ausdruck von Selbstverwirklichung im Alter ist, da will ich ja mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Die Zunahme der minijobbenden Rentner, auch Rentner auch im hohen Alter, hat vor allem mit einer Sache zu tun, nämlich mit der Zunahme von Altersarmut, mit dem Sinken der gesetzlichen Renten. Und insofern ist das eine besorgniserregende Entwicklung. Und hinter diesen Zahlen stecken ganz konkrete Schicksale. Zum Beispiel das Schicksal einer 82-jährigen Dresdnerin, die vor einigen Wochen zu mir in die WAG kam. Sie hat in jungen Jahren eine Behinderung gehabt, konnte deswegen bloß halbtags arbeiten und hat deswegen eine geringe Rente und ein bisschen Wohngeld. Und sie hatte jetzt fein säuberlich aufgelistet, wie viel Geld sie jeden Tag zur Verfügung hat, nach Abzug der unvermeidlichen Ausgaben wie Miete und Strom. 8,50 Euro am Tag. Meine Sarah Zien würde jetzt bestimmt einen höhnischen Kommentar machen und ihr ausrechnen, wie gut man davon leben kann. Ich kann nur sagen, ich habe hohen Respekt vor Menschen, die mit 8,50 Euro am Tag auskommen. Und diese Frau hat mir geschildert, wie ihr Leben aussieht und da ist für mich nochmal Altersarmut sehr deutlich geworden, weil sie hat gesagt, sie war seit der Wende nicht mehr im Theater. Sie hat zwar Schuhe, aber sie hat zwei Paar. Für den Sommer Sandaletten, für den Winter Stiefeln. In der Übergangszeit muss sie sich immer entscheiden, ob sie schwitzt oder ob sie friert. Und sie hat gesagt, zum letzten Mal ist sie 93 verreist. Trotz dieser Situation bringt sie sich politisch ein für ein Sozialticket, aber auch sie besucht auch Abgeordnete aller Parteien und wirbt und bittet sie immer, tun Sie etwas gegen Altersarmut. Und sie hat einen Satz gesagt, den fand ich sehr berührend. Sie sagt, ich habe immer wieder und immer wieder mit denen gesprochen, aber es rührt sich nichts und darüber vergeht unser Leben. Und eine solidarische Mindestrente, wie wir als Linke sie fördern, die würde dieser Frau und nicht nur dieser Frau helfen. Und deshalb ist es so wichtig und ich bin so froh, dass wir das so stark gemacht haben. Wir müssen ganz klar sagen, Altersarmut ist bereits heute eine bittere Realität. Dieses Problem müssen wir couragiert angehen und deswegen brauchen wir eine Mindestrente. Kein Mensch soll unter 1.050 Euro im Monat fallen. Die Liste der Probleme ist sehr lang. Man könnte noch ganz vieles ansprechen, wie die explodierenden Strompreise. Aber eins scheint mir ganz wichtig, wir haben heute schon darüber diskutiert, wir können nicht nur die Missstände anprangern. Manchmal tun wir das im Übrigen als Einzige, wie im Bereich Hartz IV, die Missstände anprangern. Aber das reicht nicht, sondern wir müssen immer wieder Alternativen entwickeln, die auch Lust machen, sich politisch zu engagieren, die Mut machen, dass man nicht nur erschlagen wird von all dem Elend, was es tatsächlich gibt, sondern dass man sagt, Mensch, dafür macht es doch wirklich Freude, sich einzubringen. Das wäre es wert, verwirklicht zu werden. Und insofern ist eins ganz klar, die Linke ist auch die Partei der neuen sozialen Idee. Dazu gehört die alternative Trias von Mindestsicherung, Mindestrente, Mindestlohn. Und das Ganze hat natürlich eine Klammer. Uns geht es am Ende um ein gutes Leben für alle und um nicht weniger, denn jeder von uns hat nur ein Leben und das sollten wir uns weigern aufzugeben.
möchte was zum unserem Landesverband sagen. Als ich noch nicht in der Bundespolitik war und in meiner WG in Dresden noch mehr Genossinnen lebten, da hatten wir manchmal bei uns am Tisch so einen Spruch, da ging es immer Dieter in Berlin. Ja, mit so einer gewissen Distanz. Als ich dann im Land unterwegs war, in so manchem Landkreis, da hieß es immer Nadida in Dresden. War ähnlich freundlich und sympathieschwanger wie Dieter in Berlin. Inzwischen ist diese distanzierte Haltung zur Bundespolitik hat sich verändert in ein aktives Einmischen. Und das ist gut und richtig, denn unser Landesverband hat viel einzubringen. Ich weiß, wenn Popstars Konzerte geben, die sagen auf jeden, ihr seid das beste Publikum, was wir jeweils hatten und so weiter. Also das, was ich jetzt sage, will ich nur sagen, sage ich nicht in jedem Landesverband, das sage ich nur hier. In unserem Landesverband sind einfach, aber die sagen es auf Englisch. Ich sage das sächsisch gefärbt. In unserem Landesverband sind Projekte und Praxen und Methoden entwickelt worden und werden auch angewandt, die es wirklich wert wären, bundesweit Schule zu machen. Dazu gehören Projekte wie das Linksnet, dazu gehören Sachen wie die Dialogtour für Sachsen, aber auch, dass es so eine schöne Twitter-Wall gibt. Also ich finde, das ist sozusagen, das hat Pioniercharakter, das müssen wir unbedingt bundesweit aufnehmen. Und ich will dann doch an dieser Stelle nochmal erwähnen, ich finde schon, dass das sächsische Pfingstcamp um Welten schicker und cooler ist, als das am Werbelinsee. Der Sächsische Landesverband ist ja auch sehr vorbildlich, wenn es um die Aktualisierung der Mitgliederdateien geht. Und als ich von Anche erfahren habe, wie der Beschluss lautet, habe ich den noch gleich an unseren Bundesgeschäftsführer und Bundesschatzmeister weitergeleitet mit der Empfehlung, dass man das als Vorbild nimmt für die Gespräche mit den anderen Ländern. Und aus unserem Landesverband drittens heraus sind viele inhaltliche strategische Impulse hervorgegangen. Wir haben Debatten forciert, die wirklich wichtig waren. Also wenn es nicht dem ständigen Einsatz dieses Landesverbandes für eine Mindestrente gebe, würden wir jetzt womöglich in der Debatte um Altersarmut ganz schön nackig aussehen als Bundespartei. Und es war der Landesverband Sachsen, der sich wirklich auf Bundesebene auch durchgesetzt hat, dass wir uns für eine Kindergrundsicherung für alle Kinder und Jugendliche einsetzen. Und das ist mehr als richtig, denn es gibt jetzt wieder eine aktuelle Studie rausgekommen, die ist auch im ND besprochen worden, wo sehr deutlich, wo man es auf den Punkt bringt, mehr Familienfreundlichkeit erfordert halt eine universelle Kindergrundsicherung und mehr Zeit für Kinder und Familie. Und ich sage das jetzt nicht nur, um dem Landesverband Honig um den Mund zu schmieren, weil das ja auch immer was von der Selbstlob irgendwie hat, ne? Sondern weil ich auch nochmal sagen will, der Landesverband hat einen enormen Stellenwert in der Bundespolitik. Wir sind der mitgliederstärkste Landesverband. Wir stellen 8 von 44 Parteivorstandsmitgliedern mit den beiden Stellvertretern, 3 von 12 des geschäftsführenden Parteivorstandes und immerhin 50% der Parteivorsitzenden. Also ich will nur sagen, der Landesvorstand hat eine enorme Bedeutung für die Bundespolitik und insofern bin ich froh, dass es ein Dieter in Berlin, ein Wir im Bund geworden sind und das ist gut so. Ein Genosse fragte mich neulich, sag mal, darf ich jetzt in meinem Briefkorb Friedensnobelpreisträger schreiben? Ich wohne ja in der EU. Ich finde, das ist ein ganz schöner Kommentar zu dem Thema Vergabe des Friedensnobelpreises, weil es mutet schon in der Tat eigenartig an, dass eine Institution diesen Preis bekommt, von der man sagen muss, 30% aller Waffenexporte weltweit stammen aus Ländern der Europäischen Union. Und niemand kauft einen Panzer oder eine Rakete oder eine Mine. Die sind sehr teuer, die kauft man nicht einfach, um sie sich ins Wandregal zu stellen, sondern in der Regel wird das erworben, um es einzusetzen. Und das heißt, das Geschäft mit Rüstungsexporten ist immer auch das Geschäft mit Tod und Vernichtung. Und insofern ist es wichtig, dass es mit der Linken eine Partei im Bundestag gibt, die ganz klar sagt, es braucht ein sofortiges Stopp von Waffenexporten, von Rüstungsexporten. Mit dem Tod macht man einfach kein Geschäft, das ist unanständig. Aber diese Verleihung führt natürlich auch zu der Gretchenfrage. Nun sage mir, wie hältst du es mit der Europäischen Union? Das ist ja auch in unserer Partei ein sehr heftiges Diskussionsthema. Und in der Tat, unsere Aufgabe ist es, die Politik der Europäischen Union immer dann zu kritisieren, wenn sie unsozial, undemokratisch und militaristisch und unökologisch ist. Aber als Sozialistinnen und Sozialisten dürfen wir niemals im Gegenzug in den nationalen Tellerrand zurückfallen. Und auf die Frage, wollen wir nun mehr oder weniger Europa, da antworte ich,
Wir wollen eine demokratische, eine soziale, eine antimilitaristische, perspektivisch eine demokratisch-sozialistische Europäische Union, und davon wollen wir mehr. Und insofern streiten wir für eine Europäische Union, die den Friedensnobelpreis wirklich verdient hätte. Liebe Genossen und Genossen, Arbeitszeitverkürzung soll man nicht nur fordern, sondern auch praktizieren. Insofern möchte ich meine 20 Minuten unterbieten und freue mich auf die weitere Diskussion mit euch.